So, gucke mal, was haben wir denn da? Ein Suchomimus, das ist ein Fisch. Oh, so weit sind wir noch nicht, oder? Oh, ich habe Angst. Ich mache jetzt das da. Ich mache jetzt das da. So, und Forschung. Kraftwerk, ich wollte schon Kraftwerk sagen. Vermeide übermäßig viele Masten. Wäre jetzt auch nicht schlecht für demnächst, ne? Dann mache ich das noch. Musste aber auch sehen, ich gebe halt auch im Moment sehr viel Geld aus, ne? Das ist halt auch noch die Geschichte, ne? Kannst du nicht die Preise anpassen? Ich habe irgendwas im Kopf, dass das geht, aber ich glaub nicht. Also hier will halt kein Mensch reingehen. Das ist halt bei dem Laden das Problem. Aber dann könnte ich es doch auch rein theoretisch abreißen. Weißt du, was ich meine? Wenn da kein Mensch rein will, dann ist es so. Aber ich wette mit dir, wenn ich das Geld, wenn ich das Gebäude jetzt abreiße, dann wollen sie auf einmal da aber eine Essensgeschichte hinhaben. Hundertprozentig. Die Preise sind fest. Wetten? Ich wette es mit dir. Ich mach mal einen Test. Einfach mal so. Mal umsetzen. Jetzt pass auf, was passiert. Oh nee. Oh nee, es hat geklappt. Nee, hat geklappt. Hat geklappt. Ersetzen. Und neu setzen. Und dann kommt hier ein Geschenkeladen hin, der dann hoffentlich Geld rüberwirft. Ja, sehr gut. Das heißt, konfigurieren. Gucken wir noch mal kurz, ob da noch mehr geht. Aha, Hüte, Freizeitkleidung. Parkpatenschaften. Perlen. Perlen ist, glaube ich, gut, ne? Komm, wir machen mal Perlen. Perlen haben wir nämlich noch gar nicht. Wir machen mal Perlen. Und jetzt brauchen wir ja wieder. Ja, es gibt Essen, Trinken und Geschenke. Das gibt's. So, dann heißt das hier. Wasserspiel. Jetzt sind wir aber wieder im Minus.
Na, das lassen wir erstmal so laufen, weil ich habe da ja noch nicht wirklich eine Attraktion geschaffen. Das lassen wir erst einmal laufen. So. Warum läuft das jetzt da nicht? Gut, dann lassen wir es, machen wir es erst einmal so. Aber die restlichen Geschichten, die kannst du nachschauen. Und zwar hier, wie Plüschtiere. Haben wir jetzt komischerweise gerade wieder mal wieder kurz Gewinn gemacht. Hier hinten läuft es noch nicht, aber ich denke mal in Zukunft ja, weil die Leute werden bald merken, dass das die Hauptverkehrsstraße sein wird. Und das checken die dann auch. Guck, wir machen extra noch mal hier schön den Weg dicht. Dick. Und dann passt das nämlich, weißt du? So ist schön. So. Weiter geht's. Fossilien. Chungkingo. Noch ein Chungkingo. Und dann machen wir hier mal die. Muss ich auch fort. So, dann machen wir dich. Und dann geht, glaube ich, nur eins, ne? Ah, im ersten Teil war es leichter. Ich weiß nicht, wie oft ich noch sagen muss. Erster Teil war easy. So, dann gucken wir mal, dass wir hier gucken, wie es jetzt hier weitergeht. Die ganzen Dinos, die haben wir. Jetzt bräuchten wir ein Gehege für einen Majungasaurus. Und der braucht sogar Fels. Wir brauchen einen Majunga. Der mag den Carnotaurus. Haben wir den nicht schon? Nee, haben wir noch nicht. Und der da mag die Kleinen. Wald, offenes Gelände 59%, 57%. Dann nehmen wir zuerst den da, den Majunga. Weil wir da vorne nicht so viel Platz haben, wo ich jetzt das nächste Gehege hinbauen möchte. Also hier. Und dann machen wir das so. Jetzt habe ich meinen Arbeitstag abgeschlossen. Sehr gut, Hitmi. Mega. Geil. Bei mir läuft's gut. Bei mir läuft's gut. Neue Gehege wieder gebaut. Und läuft alles prima. Alles sehr, sehr gut. Würde ich mal so sagen. Ich habe gerade eine Idee, dass man vielleicht ein großes Hotel hier reinbaut. Das passt aber nicht gut, gell? Das Hotel müsste hier hinten reingebaut werden. Aber ich weiß nicht, ob das. Ob das funktioniert. Müssten wir ausprobieren. Hier hinten rein kommt dann das Hotel. Das heißt, wir machen hier den Weg. Das ist schon ein großer Weg. Ach so.
Wir bauen jetzt hier weiter. Das heißt, hier kommen noch Läden hin. Jetzt muss ich echt gucken, wie ich das baue. Das läuft gerade noch durch. Genau, das will ich haben. Das heißt, hier geht es auch noch hoch mit Läden. Hier geht es auch noch hoch mit Läden. Wo mache ich denn? Wie baue ich den Käfig? Das ist jetzt eine gute Frage. Und WB Matze, dein Dino ist mega. Oder du als Dino bist mega. Kein Aufwand, nix. Perfekt. Ich war schon immer pflegeleicht. Wo ist denn da die Gas? Da ist die Gas. Ah, ich baue erstmal so. Ich baue erstmal so. Oh, das ist aber ein Gekuddel jetzt, ne? Das ist auch wahrscheinlich viel zu groß. Meint ihr, das ist zu groß für den Majunga? Schwierig, ne? Schwierig zu sagen. Vielleicht die Ecke noch hier oben wegnehmen? Müssen wir ausprobieren. Ajo, Spinnehäsin, hört mir, oder? Hit me. Ja, klar. So. Frankfurter Raum, genau, hit me. Ah ja, sicher. So. Ach, was in Not. Hier mache ich aber keine Attraktion rein, oder? Ich bin auch Hessin, mich hat es jedoch nach NRW verschlagen. Hier im Stream babbelst du wieder home. Ah, ist super, dann verstehst du mich ja, gell? Ja, cool. Also bist du auch aus dem Frankfurter Raum. Und dann beruflich wahrscheinlich, oder? Beruflich oder privat nach NRW gegangen? Ich wäre wahrscheinlich ein Stegosaurus. Faul, langsam, kann nix, macht nix. Sag doch sowas nicht, Hope. Sag doch sowas nicht. Hab ich eigentlich einen Stegosaurus? Hab ich schon, gell? Ich bin jetzt echt ein bisschen verwirrt. Ich meine, man kann ja nachträglich die Ecke noch rausnehmen, wenn man merkt, ne? Aber ich würde jetzt das wirklich mal so lassen. Dann kommt das Tor. Alter, was ist denn das für eine Erhöhung übrigens da oben? Ist mal so richtig kacke, oder? Dann kommt der Weg.
Weiß ich nicht. Zwischen Wetzlar und Gießen habe ich gelebt, der Liebe wegen, ansonsten hätte ich Hessen nie verlassen. Ajo. Ist aber da nicht weit, oder? Normalerweise. Bände von der Obbe. Also kommt drauf an, wo du jetzt NRW bist, aber eigentlich ist das ja ein Wegstand von 2, 3 Stunden, gell? 200 Kilometer, ja. Dann bist du ja in 2 Stunden oder so, bist du dann da schon hingeratzt. NRW hat schöne Ecken, auf alle Fälle sie dann. Ich habe mich immer gewundert, wenn wir da oben waren. Also für mich ja, ist es ja oben. Wie viel Land auch, ne? Wie ländlich das auch dann teilweise ist. Du kommst irgendwie von der Stadt auf einmal, bist du auf einmal mitten im Feld. Und dann bist du wieder zack, mitten in der Stadt. Das ist echt krass. Ja. So, das ist aber dann geil. Für. Wo ist es denn? Die Beobachtungsgalerie. Oder? Obwohl. Mach lieber es Tömsche. Mach's Tömsche. Mach mir doch das Türmchen. Mein Freund. Und dann passt es ja perfekt da rein, ne? Das würde ich mal da rein bauen dann so. Bei uns die Ecke ist noch sehr viel Natur und wir sind auch recht schnell in Hessen. Bis Frankfurt sind 200 Kilometer von hier. Ist super, er sieht dann, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall wohnen am Kanal, das ist schon toll, aber mir fehlt einfach das kleine und gemütliche und vor allem ein großer Wald, wie ich ihn kenne. Ah, okay. Ich sag immer, ich bin es halt gewohnt, in der Nähe von einem Fluss zu wohnen. Ich glaube, ich würde den Fluss verlassen. Ich müsste wieder in die Nähe von einem Fluss ziehen oder so. Oder halt an einem großen Gewässer oder so. Das wäre halt so das. Und dann wäre es geil. Wenn auch vielleicht Berge dabei wären, weil ich bin halt voll der Bergetyp, gell? Das habe ich halt hier gar nicht, gell? Das, wir sind ja, wie heißt es so schön, Flachland-Tiroler, gell? Ajo. So, das passt hier. Dann würde ich sagen, da machen wir hier das Tor nei. Dann kommt noch. Ich glaube, das ist auch zu viel Wald. Dann kommt noch Wessersche danei. Und ein bisschen Wald weg. Das können wir ja noch nachdingsbumsen, gell? So, ein bisschen Wald wegnehmen. Und dann brauchen wir noch für das Gedönsel hier Lebendbeute. So. Und dann können wir den eigentlich aus Dingsbumsen, den Karl-Heinz. Meine Hut. Meine Schwester hat eine Zeit lang in Lich gewohnt und die Mutter von meinem Mann ist in die Limburg gezogen. Ah, jo. Ja, das ist schon ein bisschen weiter weg jetzt von mir, wenn ich dann, weil ich bin ja Frankfurt. Limburg ist, glaube ich, schon 2,5 Stunden von mir fort, gell? Gwen ist happy! Ey! Ich freue mich für dich! So, komm, dann produzieren wir den jetzt. Den Babsack hier. Erstmal das Genom modifizieren. Der kann gerne so bleiben. Wieso gesellig? Minimaler Bestand. Nö. Ich brauch den nicht gesellig.
Er ist halt ungesellig. Er schafft den Sauriern Gruppen, diese genetische erhöht die Dominanz des Sauriers und die Wahrscheinlichkeit, dass er Kontakt zu anderen Sauriern aufnimmt. Wenn der Saurier ein Alpha ist, senkt diese genetische Modifikation außerdem die Bedürfnisse aller Saurier im Territorium. Er ist ungesellig, aber der kommt sowieso nur alleine rein. Ich weiß nicht, ob ich mich traue, da zwei Dinos von denen reinzusetzen. Dann lieber einen und der funktioniert, weißt du? Ach, nee, Montabaur, okay. Hehehe. Dann würde ich eher. Er ist bescheiden und fit. Dann würde ich eher auf Langlebigkeit gehen. Und was haben wir hier? Belastbar. Bescheiden ist es sowieso. Jetzt ist er um 100% langlebiger. Ich weiß, die sagen mir, ich soll gesellig machen oder, ne, oder sozial machen, aber ich weiß nicht, warum ich das machen sollte, wenn sowieso nur einer reinkommt, weißt du? Okay, die haben sich ja voll verstreut, sie dann, okay. Ja, das Outlet gibt es aber auch in Dings. Wie heißt denn der Stadt? Wertheim. Bayern. Und das ist kürzer für mich. Ja, ich habe auch schon wieder gedingsbumst. Wertheim ist kürzer für mich als nach Montabaur, weißt du? Ich fahre immer nach Wertheim ins Outlet. Wenn ich mal dahin komme. Mein Gott, wann war ich schon das letzte Mal da? Vor 20 Jahren. Shit, ey. So, eine halbe Million kostest du. Mal gucken, ob du es auch wert bist, mein Freund. So. Dann machen wir jetzt mal den Mayung. Mayung, Mayink. Ohne die Berge könnte ich nicht leben. Kann hier 60 Kilometer weit gucken. Oha.